erstmal, ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist, dass ich so viel Klebeband auf diesem Schuhkarton habe. Aber Freunde, wir schauen uns heute den Adidas Ultra Boost 21 an. Oh ja, es war nicht wirklich der Budget-Sneaker, aber irgendwie doch in diesem Rahmen Budget-Sneaker, aber das erkläre ich euch gleich. Jetzt erstmal packen wir das Ganze aus. Dann zeige ich euch, was ich hier vorbereitet habe. Wir haben den Ultra Boost 21 in einem Art gebrochenen Weiß mit Weiß kombiniert. Wir drehen ja hier eigentlich so ein bisschen diese Budget-Sneaker-Thematik. Budget-Sneaker-Thematik heißt Sneaker, die sich jeder leisten kann, die immer verfügbar sind. Kann sich jeder leisten? Nein. Es ist halt ein super teurer Schuh, muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht mal, was ich dafür bezahlt habe, steht hier im Preis. Ich glaube, um die 150, 160 Euro zahlt man zwischen 120, 160 Euro, sagen wir lieber mal so. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Es ist immer noch ein super teurer Schuh, der super bequem ist. Und das ist halt so ein bisschen die 21er Silhouette. Wenn ihr mich fragt, die ersten ein, zwei so Silhouetten fand ich vielleicht noch am schönsten. Das war halt neu erfrischend. Aber ich war mir beim 21er am Anfang nicht ganz so sicher. Wir haben uns ja schon mal einen ähnlichen angeschaut. Aber Freunde, ich finde ihn cool. Ich fand den auf den Bildern schon cool. Dadurch, dass der so aufgebockt ist, da werden wir gleich nochmal dazu kommen, ist einfach unfassbar nice. Aber warum habe ich ihn jetzt in diesen Segment Budget Sneaker mit reingenommen? Es ist halt immer verfügbar. Du bekommst, wenn du einen Ultra Boost willst, wirst du ihn immer bekommen. Wir hatten ja so ein bisschen unsere Hype-Zeiten um 2016, 2017, wo man ihn eigentlich so geil mit Ripped Jeans oder mit kurzen Hosen tragen konnte. Und ich finde, die Zeit ist noch nicht vorbei. Ich finde, den kann man zum Beispiel diesen Sommer unfassbar schön rocken, indem man ihn zum Beispiel mit kurzen Shorts kombiniert. Mit langen Hosen würde ich den vielleicht heute auch nicht mehr so tragen. Kann man immer noch machen. Macht die ältere Generation ja auch sehr gerne. Sieht man ja so auf den Innenstädten. Aber mit kurzen Basketball-Shorts zum Beispiel kommt das halt unfassbar nice. Muss man einfach sagen, wie es ist. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Was ist uns erhalten geblieben? Natürlich diese drei Streifenlasche haben wir noch da. Das Außenmaterial wurde geupgradet, wurde besser gemacht. Fühlt sich ein bisschen rauer an als davor. Was mir zum Beispiel bei den, waren das 18 oder 19? Ich glaube bei den 19er Boost auch immer aufgefallen ist. Das Material hat irgendwann so Pockeln bekommen. War halt nicht das Beste der Besten. Und ich glaube, die werden von Jahr zu Jahr, was das angeht, zumindest besser. Wir haben natürlich diesen Hartstreifen, der auch nochmal hier um die Ferse geht. Dient der Stabilisierung, ist nicht nur der Ästhetik nah. Das heißt, er quetscht den Schuh hier so ein bisschen zusammen, dadurch, dass er nicht hier loose wird und ihr euch da im Prinzip frei im Schuh bewegen könnt. Also ist nicht nur Design und Ästhetik, sondern auch volle Kanne Funktion. Das Ganze hier vorne zum Beispiel kennen wir auch als Socksmaterial. Das heißt, da können wir doch verzichten, aber wo soll man sonst das Branding hinmachen? Wir haben vorne hier im Material verbaut die Adidas Lasche. Ansonsten kommen wir zum schönen Element, das ist das Boost-Element. Und Freunde, wenn ihr einen Sportwagen seht, wenn ihr zum Beispiel ihr fahrt Auto, ihr schaut in den seitlichen Spiegel und seht einen Sportwagen hinter euch. Und das Erste, was euch beim Sportwagen auffällt, ist die hinteren Backen. Er ist breit, wuchtig, wide body. Und das haben wir hier auch. Seht ihr das? Oh mein Gott, sieht das nice aus. Ich weiß nicht, wie das on feed ausschauen wird. Ich will noch nicht so früh urteilen. Aber ich glaube, das wird schon verdammt nice ausschauen. Auch in Kombination mit kurzen Hosen wird es sehr wild kommen. Die Außensohle hat natürlich auch nochmal hier ein bisschen Upgrade bekommen. Ihr seht schon sehr viel Farbkombinationen, die sich aber sehr in Grenzen halten und so diesem ganzen Thema Grau-Weiß passen. Wir haben auch so ein bisschen Beige-Ton mit drin. Das Grau hier nochmal aufgegriffen. Die Boost-Sohle, das Continental-Logo, was ich immer noch, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich so ein bisschen mehr Marketing als Nutzen ist. Aber die Kombination ist trotzdem sehr nice, weil dadurch so ein bisschen mehr Grip gewährleistet wird. Was Adidas auch geupgradet hat, ist, man hatte bei den alten Ultra Boost immer so ein bisschen die Problematik mit dem vorderen Material. Mir ist es zweimal passiert, dass das Material hier vorne immer bei mir gerissen ist. Ihr seht hier die Verstärkung, das hat auch nichts mit Ästhetik zu tun, obwohl es sehr schön ausschaut, muss man fairerweise sagen, sondern tatsächlich eine Funktion, das Ganze stabilisiert nochmal die Toebox und trennt sie auch so ein bisschen vom Material ab. Wir haben überall eine Perforierung mit drin, das heißt, der Schuh sollte mega atmungsaktiv sein und ich bin jetzt einfach nur noch gespannt, wie der sich und Feed anfühlt. Ich will euch nicht zu Tode schwätzen mit Details. Lasst ihn uns endlich mal und Feed anschauen. So, wir sind jetzt im Ultra Boost 21 drin und ihr seht schon direkt nett, warum hast du einen Schuh nicht zugebunden? Um euch damit was zu zeigen. Und zwar, ich habe ihn hier zugebunden und hier will ich euch einfach nur mal zeigen, Freunde, wir bräuchten gar keine Schnürung bei diesem Ultra Boost. Natürlich traut sich Adidas diesen Schritt nicht zu sagen, Leute, ich will in den Mainstream-Markt rein und lasse die Schnürung weg, weil die Leute sagen, ich brauche immer noch eine Schnürung, ich muss mir die Schuhe selber zubinden. Das klingt zwar voll doof, ist aber tatsächlich einfach die Realität. Leute wollen immer noch was zu tun haben. Und wenn du denen das wegnimmst, wird es kritisch. Ja, mir, also für mich zumindest, kann man sich das sparen.
Das Problem ist, wenn du es komplett entfernst, wird die Lasche hier ein bisschen lockerer sein. Was ich hier vielleicht machen könnte, ist die Schnürung so ein bisschen kürzen und dann enger zusammen machen, dass es nur einen kleinen Knoten hier gibt. Dann wäre es für mich okay, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Silhouette an. Ja? Ich habe ja gesagt, dieses Bockige. Wie findet ihr es? Ich zeige euch erstmal in 360 Grad, wie das Ganze hier ausschaut. Bequemlichkeit, muss ich sagen, ist besser geworden. Und man muss dazu sagen, wie kann ein Ultra Boost sogar noch besser werden? Also, Freunde, das ist echt krass. Also, wenn ich einen Tag lang rumstehen müsste, würde ich dafür beten, dass ich solche Schuhe anhabe, weil die wirklich, als würde ich auf Wolken laufen. Das ist einfach unfassbar nice. Ich zeige euch mal, was ich von oben sehe. So sieht der Blick hier ein bisschen aus. Sehr schön, Silhouette, sehr nice. Kriegt ihr die Backen, wenn man von oben drauf schaut, die Backen hier links, rechts, hinten und vorne, schauen so ein bisschen nach hinten raus. Das sieht sehr ästhetisch aus, sehr clean, fühlt sich sehr gut an. Und ich habe auch das Gefühl, das Material schmiegt sich ein bisschen besser als bei den Versionen davor um den Fuß. Egal, welche Fußform man hat, der Schuh ist so ein bisschen flexibel, macht sehr viel mit. Und was ich schön finde, irgendwie haben sie es gemacht. Natürlich ist es hier Fabric. Ihr seht, dass meine Zehen hier ein bisschen rausschauen, wenn ich so mache. Aber wenn ich jetzt hier normal stehe, nicht mehr so arg wie bei den letzten, was ich super finde. Ich glaube, den Schuh kann man immer noch sehr gut auch ohne Socken anziehen. Ich habe ihn jetzt mit Socken angezogen, dass ihr das mal so ein bisschen seht. Die Farbe, der Ton, dieser Grauton, sehr, sehr nice. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, in Kombination auch so mit kurzen Hosen kommt es halt super wild. Also gefällt mir echt gut. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich sage, aber der 21 für mich wirklich bisher der beste Ultra Boost.